Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und damit auch wieder herzlich willkommen zurück zu E-Scooter, E-Scooter und E-Scootern und heute auch anderen technischen Geräten und lauten Nebengeräuschen, denn ich bin auf der IFA, ich schwenke, schwenk, oh ja, ole ole, super IFA und so. Und ratet doch mal, wen ich hier völlig zufällig getroffen habe, nämlich den Andreas vom Kanal Elektrikommuter. Hey. Ja, und wir beide machen heute die IFA unsicher und ihr seid natürlich mit dabei. Los geht's! Herzlich willkommen zur IFA 2022 in Berlin. Eindrucksvoll schon mal die Eingangshalle der Messe Berlin. Wir als E-Scooter-YouTuber sind natürlich auf der Suche nach Neuheiten in diesem Bereich. Die IFA als eine der größten Elektronikmessen hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Zu finden ist hier wirklich alles, was das Technikherz höher schlagen lässt. Die Stände variieren von kleinen Nischen bis hin zu ganzen Hallen. Eindrucksvoll der Stand der Firma TCL. Er umfasst fast eine ganze Halle. Aber natürlich sind auch Blaupunkt, Honor und viele weitere Marken vertreten. Samsung zum Beispiel stellt in einer riesigen eigenen Halle aus. Kommen wir nun schon zu einem unserer Highlights der IFA 2022. Der Axdia-Stand. Axdia lässt in Deutschland die Xiaomi und Odys-Modelle zu. Hier konnten wir uns aber auch ein Bild vom neuen Navi S65 machen. Auf einem kleinen Parcours konnte man einige der Geräte ausprobieren. Andreas hat sich hier zunächst den Odys Pax geschnappt. Natürlich musste er erst unterschreiben, dass er einen Helm dabei tragen wird. Besonders interessiert hat uns natürlich der Navi S65. Dieser soll neben dem Navi N65 in Zukunft auch eine deutsche Straßenzulassung erhalten. Nachdem der Chef ein gutes Wort für uns eingelegt hat, durfte Andreas den S65 auch einmal auf dem kleinen Parcours fahren. Dieser hat natürlich mächtig Power, sodass das Ganze ein etwas ruckeligeres Erlebnis war. Auch Denver Electronics hatte einen Stand. Das orange Modell hier wird es in Deutschland so nicht geben. Aber im Hinterzimmer hat uns der freundliche Mitarbeiter von Denver einige Modelle gezeigt, die es so bald schon auf dem deutschen Markt geben wird. Spannend für mich, Tesla macht auch Fernseher. Das war mir gar nicht bekannt. Weiter geht's aber natürlich mit E-Scootern. Bei Gairua haben wir einen E-Scooter entdeckt mit großen Reifen, Blinkern vorne und einem Wechselakkusystem. Dieser soll so wahrscheinlich mit deutscher Straßenzulassung bei der Firma Blue Wheel erscheinen. Den größten Stand im Bereich E-Scooter hatte allerdings SoFlow. Hier gab es einen großen Parcours, eine schön dunkle Lichtstimmung und einige Neuheiten zu bestaunen. So zum Beispiel dieser E-Scooter, bei dem man weder Motor noch Felgen ausmachen kann. Die Reifeninnenräume sind hier beleuchtet. Auch haben wir ein Modell gesehen, das wahrscheinlich die Nachfolge vom SO6 antreten könnte. SoFlow macht anscheinend auch Elektromobilität für die Werkshalle. Oder wisst ihr, wofür dieser Scooter sonst noch gut sein könnte? Eins meiner persönlichen Highlights war der Riley Scooter. Dieser soll auch eine deutsche Straßenzulassung erhalten. Das Besondere, dieser an sich normal anmutende E-Scooter mit Luftbereifung lässt sich winzig klein zusammenfalten. So kann man ihn sogar in einem Rucksack transportieren. Er kommt immerhin mit gut 5 Amperestunden Akku. Auf dieses Modell bin ich wirklich schon ganz besonders gespannt.
Samelux bzw. Zedfeel war ebenfalls vertreten. Dort konnte ich mich nochmal vor Ort über das klapprige Schutzblech beschweren. Dieses soll aber künftig verstärkt werden. Dieser unscheinbare Stand mit nur zwei E-Scootern ist am Ende einer der interessantesten gewesen. Hier gibt es den Yeti-Scooter zu bestaunen. Die silberne Variante mit nur einem Motor soll die deutsche Straßenzulassung erhalten. Selbstverständlich wollte Andreas natürlich sehr gerne den Dual-Motor-Scooter fahren. Dieser hat, sofern ich mich richtig erinnere, 2,8 Kilowatt. Also 2800 Watt. Auch Okay hatte einen Stand und zeigte Neuheiten für den Sharing-Bereich. Auch interessant, Red Bull Racing stellte seine Racing-E-Scooter ebenfalls aus. Ganz schön fette Kisten. Ja, und das war's dann auch schon mit unserem kleinen Rundgang über die IFA. Ja, der Andreas kann nochmal winken. Yippie! Ja, ganz schön toll, dass da mittlerweile so viele E-Scooter-Hersteller vertreten sind. Also da haben wir ja wirklich einiges gesehen, insbesondere am Axia-Stand. Da konnte man sogar mal eine Probefahrt machen. Und auch der Yeti-Scooter, den durften wir natürlich ausgiebig testen. Also hat sich für uns auf jeden Fall richtig gelohnt. Und deshalb hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram und natürlich Andreas auch. Und dann habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Vika. Bye. Ciao.